Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur 34. Folge von Mike Spiegelt, Schrägstrich spielt Politik. Und heute habe ich die Themen für euch vorbereitet. Energiestreit zwischen der amerikanischen und der deutschen Regierung. Worum geht's genau da? Und wie reagieren die Politiker der Bundesregierung darauf? Dann möchte ich mich mit einer Forderung auseinandersetzen, die beinhaltet, dass die Menschen länger arbeiten sollen. Was ist da dran und warum ist das in meinen Augen ziemlich realitätsfern? Und zu guter Letzt möchte ich mich dann nochmal mit den Beraterkosten in der Bundesregierung auseinandersetzen. Welche erschreckenden Zahlen sind dort aufgetaucht und warum ist das kein Einzelfall im Verteidigungsministerium? Und für den Fall, dass ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da, das würde mich persönlich sehr freuen. Darüber hinaus hat das natürlich auch für euch Vorteile. Ihr bleibt immer up to date, was News aus Politik, Wirtschaft und Sozialem angeht. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, den Kanal aktiv mitzugestalten, nämlich indem ihr einmal eure Wünsche, Ideen und Vorschläge für kommende Themen mir in die Kommentare schreibt und ich das dann in einer der kommenden Folgen aufgreife. Oder auch, indem ihr euch natürlich mit eurer Meinung zu den jeweiligen Themen, die ich hier behandle, zu Wort meldet. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, soweit der Vorrede und Video ab dafür. Damit zum Streit um die Energieversorgung in Deutschland zwischen amerikanischen und deutschen Regierungsvertretern. Und zwar hat sich nun ein Streit entzündet an der geplanten Gaspipeline Nord Stream 2, die ja über die Ostsee verlaufen soll. Ich habe euch im Folgenden auch eine Grafik dazu eingeblendet, um das Ganze mal geografisch zu verorten, wie das Ganze angedacht ist. Es soll aus Russland direkt über die Ostsee nach Deutschland transportiert werden, das Flüssiggas. Und der US-Vizepräsident Mike Pence hat nun auf der Münchner Sicherheitskonferenz recht deutlich zu verstehen gegeben, was er davon hält. Nämlich gar nichts. Und im Folgenden habe ich euch ein Zitat des US-Vizepräsidenten mitgebracht, was das Ganze nochmal schön illustriert. Er sagt: Wir können die Verteidigung des Westens nicht garantieren, wenn unsere Bündnispartner sich vom Osten abhängig machen. Wie reagieren nun Politiker der Bundesregierung eigentlich auf diese Stellungnahme des Vizepräsidenten? Die neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer bekundete, dass der Bau dieser Pipeline nicht mehr aufzuhalten sei, da er sich auch schon in einem relativ weiten Stadium befindet und man darüber hinaus keine kurzfristigen Schwenker mehr machen möchte. Der Wirtschaftsminister Peter Altmaier, ebenfalls von der CDU, sagte: Was die Energieversorgung angeht, ist und darf Europa nicht erpressbar sein. Weder von Feinden noch von Freunden. Komme ich auch schon zu meiner Wertung. Ich muss zunächst sagen, ich finde, das Vorhaben sollte in die Tat umgesetzt werden. Also diese Pipeline. Warum? Zunächst habe ich es ja schon in den vorangegangenen Videos, denke ich, oft genug thematisiert, dass eine größere Unabhängigkeit von den USA erstrebenswert ist. Und das vor allem politisch und wirtschaftlich. Insofern könnte eine Pipeline dazu beitragen, dass natürlich eine größere Unabhängigkeit von den USA zu gewährleisten ist. Darüber hinaus muss ich sagen, was ist denn die Alternative, nämlich Flüssiggas aus den USA zu importieren und das Ganze über Transporterschiffe. Das Ganze hat aus Sicht der Nachhaltigkeit zwei wesentliche Negativfaktoren. Zum einen begünstigt Havarien auf dem Atlantik, die dann wieder zu großen Umweltschäden führen könnten, betone Konjunktiv. Und andererseits ist natürlich auch der Transport selbst mit diesen Schiffen vom Nachhaltigkeitsgedanken her äußerst negativ zu betrachten, weil diese Transporterschiffe natürlich erhebliche Ausmaße an Kohlendioxid in die Luft blasen. Von der Sicht her, es ist ja nicht ein Schiff, was dort hin und her fährt, einmal im Jahr, sondern es sind ja Dutzende Schiffe, die mehrmals im Jahr auf die Reise gehen. Von der Sicht her denke ich, vom Nachhaltigkeitsgedanken wäre das definitiv die Pipeline aus Russland der bessere Weg. Dann möchte ich noch sagen, natürlich ist Russland jetzt nicht das Land der Menschenrechte, das Land der Meinungsfreiheit, etc.
Das sollte man halt immer berücksichtigen, dass es halt nicht das demokratischste Land ist, wenn man es mal so nennen möchte. Allerdings halte ich den Vorwand, dass es kein verlässlicher Partner sein könnte, für nicht gerade stichhaltig, weil die amerikanische Regierung unter Donald Trump, finde ich, mit ihrem Wechselkurs immer mal hier und mal da, wie zuletzt mit den deutschen Automobilfirmen, das ist in meinen Augen viel unzuverlässiger. Und insofern glaube ich, für die Energieversorgung, die ja auf eine gewisse Stabilität angewiesen ist, würde ich sagen, das ist dann doch von Vorteil, diese Partnerschaft einzugehen. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, die mittelosteuropäischen Staaten, die sich momentan ja so vehement dagegen stemmen, gegen diese Pipeline, es drängt sich einen der Verdacht auf, dass es finanzielle Interessen ist, die diese Gegnerschaft bekunden und nicht, wie sie es darstellen, eine Abhängigkeit gegenüber dem russischen Staat. Denn bis dato ist es ja so, dass die bestehende Energieversorgung durch Zwischenstationen gekennzeichnet ist und die jeweiligen Transportländer natürlich dann auch nochmal abkassieren können an den jeweiligen Stationen. Und das würde natürlich durch diese Pipeline, die eine Direktverbindung herstellt, hinfällig werden. Insofern ist es wahrscheinlich, dass da eher finanzielle denn sicherheitspolitische Bedenken im Raum stehen. Mich würde aber eure Meinung zu diesem Thema interessieren. Meint ihr, diese Gaspipeline ist eine gute Sache und das sollte umgesetzt werden? Oder würdet ihr eher der amerikanischen Regierung folgen und sagen, so eine Abhängigkeit gegenüber Russland birgt auch gewisse Risiken? Ich bin gespannt auf eure Diskussion dazu. Was ist er denn? Was hat er denn? Was kann er denn? Was macht er denn? Was redet er denn? Wer glaubt er, dass er ist? Was ist er denn? Was hat er denn? Was kann er denn? Was macht er denn? Was redet er denn? Wer glaubt er, dass er ist? Damit zu den Forderungen des Instituts für Wirtschaftsforschung: längere Lebenserwartung gleich längere Lebensarbeitszeit. Und oder, wie ich es genannt habe, die realitätsfremden Ideen des DIW. Und zwar hat sich nun dieser Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, zu Wort gemeldet, mit Blick auf die von Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD geforderte Grundrente und hat nun diese kritisiert und Diskussionen über eine längere Lebensarbeitszeit verlangt. Er richtete seine Kritik hinsichtlich der Grundrente nicht nur auf den Aspekt, dass das Ganze nicht finanzierbar sei, hier vor allem über Steuermittel ausschließlich nicht zu finanzieren sei, sondern darüber hinaus auch einen neuen Generationenkonflikt zur Folge haben würde, da natürlich durch den demografischen Wandel eine geringere Zahl an Arbeitnehmern, einer Großzahl oder Vielzahl von älteren pensionsberechtigten Menschen gegenüberstehen würde. Und zu guter Letzt moniert Fratscher dann auch noch, es könnten durch diese Grundrente wirtschaftliche Schäden entstehen. Wie ihr es kennt, habe ich euch auch hier ein Zitat mitgebracht von Fratscher, in dem er seine Forderungen noch mal ein bisschen ausführt. Und zwar sagt er, wenn die Lebenserwartung immer mehr steigt, dann muss es so sein, dass die Menschen mehr Jahre arbeiten und auch mehr arbeiten können. Das sagte Fratscher gegenüber dem ARD-Magazin Fakt. Komme ich auch schon zu meiner Meinung. Ich habe es schon öfter mal betont, aber ich finde, ich kann es ruhig noch mal ausführen. Ich finde diese Rechnung immer äußerst fragil. Längere Lebenserwartung gleich längere Leistungsfähigkeit, beziehungsweise dass man halt davon ausgeht, die Leute leben länger, also schiebt sich dieser Punkt, ab wann die Leute gebrechlich werden, ebenfalls entsprechend auf. Das halte ich für äußerst gewagt, diese These. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen übertreiben möchte, zuspitzen möchte, könnte man auch sagen, was folgt denn daraus? Heimarbeit im Pflegeheim oder ja, Werkbänke im Pflegeheim demnächst. Aber ja, genug des Zynismus, würde ich sagen. Ich halte, wie gesagt, diese Rechnung für äußerst falsch, weil es ist nicht so, dass die Leute leistungsfähiger bleiben länger, sondern de facto werden die zwar älter, das heißt aber nicht, dass sich dieser Median aufschiebt, ab wann die Leute tatsächlich gebrechlich werden. Sicherlich kann man sagen, das mag für manche Berufsgruppen vielleicht zutreffen, die in Callcentern beispielsweise arbeiten. Allerdings gibt es wiederum andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einen Möbelpacker, der mit zu Recht Unverständnis reagieren würde, wenn man ihn sagt, du, mit 75 trag mal bitte die Waschmaschine in den fünften Stock. Und ja, insofern halte ich doch diese Aussage von Fratscher für äußerst dreist und realitätsfremd. Darüber hinaus muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist sicherlich
Es ist ein Wirtschaftsinstitut, das heißt, da stehen natürlich entsprechende Interessen dahinter. Allerdings, was ist denn mit der Leistungsgerechtigkeit? Und diese habe ich ja schon mal bei der Grundrente angesprochen. Diesen Aspekt wirft Fratscher gar nicht auf bei seinen Betrachtungen. Nämlich, dass es eigentlich ungerecht ist, wenn Menschen 40, 45 Jahre arbeiten und im Endeffekt auf Hartz-IV-Niveau bleiben. Und wo ist denn da bitte dann die Leistungsgerechtigkeit? Und das finde ich in der Debatte nach wie vor viel zu wenig thematisiert. Das Ganze wird mehr oder weniger hinten runterfallen gelassen. Auch von Fratscher, der schießt sich immer nur auf die Wirtschaftlichkeit, auf die Bedürftigkeit ein. Und dieser Aspekt beispielsweise, ob die ganze Sache überhaupt gerecht ist gegenüber denjenigen, die das Ganze tragen, das wird dann ganz einfach weggelassen. Wie steht ihr zu diesen Äußerungen von Fratscher? Würdet ihr sagen, also diesen Punkt muss man in Betracht ziehen angesichts dessen, dass eben dieser demografische Wandel stattfindet? Oder würdet ihr eher sagen, das ist schon sehr dreist und realitätsfremd und zeugt eigentlich davon, dass das Institut nichts mit der Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun hat? Ich bin gespannt auf eure Diskussion und freue mich auf eure Meinungen. Ganz oben auf der Liste, ja, da stehe ich. Ja, du musst mir schon verzeihen, aber ich liebe dich. Das, obwohl ich überrascht und durchaus kritisch bin, hab ich den ganzen lieben langen Tag nur an mich im Sehen. Und zum abschließenden Thema und damit zu den Beraterkosten in der Bundesregierung und die Frage, kann die Bundesregierung überhaupt noch unabhängige Entscheidungen treffen? Und zwar hat nun die Bundesregierung bekannt gegeben, dass in den letzten beiden Jahren ca. 1,4 Milliarden Euro für private, ich zitiere an dieser Stelle, Beratungs- und Unterstützungsleistungen ausgegeben worden sind. Und dabei berufe ich mich auf einen Bericht des Spiegel, der sich wiederum stützt auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag an das Bundesfinanzministerium. Also es ist durchaus eine valide Quelle, die hier angegeben wird und nicht etwa irgendwas, was im Internet als Gerücht aufgetaucht ist. Demnach wurden im Jahr 2017 Beraterkosten von 722 Millionen Euro verbucht und im letzten Jahr waren es 683 Millionen Euro. Die parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hagedorn allerdings verweist darauf, dass die Zahlen unvollständig sind und gewisse Macken aufweisen. Das heißt, dass natürlich das Budget von den jeweiligen Ministerien natürlich auch ausschlaggebend ist. Wenn ich natürlich deutlich weniger Budget habe, wirkt sich das natürlich viel krasser aus, als wenn ich deutlich mehr Budget habe. Darüber hinaus ist es allerdings auch so, dass viele Ministerien gar nicht Auskunft darüber geben, wie die Beraterkosten entstehen und wie hoch diese sind. Kritik an diesem ganzen Prozess gab es vom haushaltspolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion im Deutschen Bundestag, Sven-Christian Kindler, und dieser sagte, der Staat darf sich nicht länger in dieser Weise Unternehmensberatern ausliefern. Komme ich auch schon zu meinem Statement. Ich finde die Zahlen in mehrerer Hinsicht erschütternd. Und jetzt nicht nur in der Höhe, sondern es ist ein Beleg dafür, dass das Verteidigungsministerium kein Einzelfall ist, wenn auch ein sehr extremer Fall in dieser Folge von Fällen, aber nicht der einzige. Und das ist eigentlich, was den besorgten Bürger zum Nachdenken anregen muss. Denn ist damit eine unabhängige Entscheidungsfindung überhaupt noch möglich, wenn man sich solche Beraterstrukturen dermaßen exzessiv aufbaut und über Jahre verstetigt? Denn eins sollte klar sein, jeder Berater hat natürlich auch Interessen, die er verfolgt. Und je breiter, je tiefer verwurzelt diese Strukturen sind, desto stärker wird natürlich dieses Interesse dann auch in den jeweiligen Ministerien vermittelt. Weiterhin muss ich sagen, die mangelnde Transparenz ist auch so ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann. Hier mal ein Beispiel. Warum sind zum Beispiel die Kosten für diese Beratertätigkeiten plötzlich teilweise fünfmal so hoch, wie in den Beraterberichten angegeben? Diese gibt es und diese sollen eigentlich für Transparenz sorgen, ist die Frage. Warum wird das nicht so gemacht, sondern warum wird das bewusst klein gerechnet oder gar nicht bekannt gegeben? Das ist was, wo ich sage, dadurch wird langfristig das Vertrauen in die Politik und in den Staat
zerstört und trägt natürlich auch zu einer gewissen Radikalisierung innerhalb der Gesellschaft bei. Insofern sind die Herren und Frauen im Bundestag nicht ganz unschuldig an den momentanen Radikalisierungstendenzen, meiner Meinung nach. Zu guter Letzt möchte ich euch noch einen kleinen Funfact präsentieren, der aber trotzdem ganz erschreckend ist, wie ich finde. Nämlich wurden allein 2017 und 2018 mehr als 350 mehrjährige Verträge mit Beraterfirmen abgeschlossen. Da kann sich jeder jetzt mal selbst ein Bild darüber machen, ob die Bundesregierung und die Ministerien noch in der Lage sind, eigenständige Entscheidungen zu formulieren. Mich würde aber eure Meinung zu diesem Thema sehr interessieren. Sollte da ein gesetzlicher Riegel vorgeschoben werden, zumindest was die Transparenz angeht, wenn nicht gar ein Verbot von Beraterfirmen? Oder meint ihr, hin und wieder kann die Expertise von externen Beratern schon wichtig sein? Man muss halt bloß aufpassen, dass sie halt nicht zu mächtig werden und dass sie nicht zu sehr die Richtlinien der Politik letzten Endes vorgeben. Ich freue mich auf eure Meinungen dazu und hoffe auf eine rege Diskussion. Würde damit sagen, bin ich auch schon wieder raus für diese Woche. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Mike Spiegel / Spielt Politik. Bis dahin, macht's gut!